Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um Lightroom, denn ich habe einen Regler für dich, den es in Lightroom gibt und der nur mit diesem Regler dein Foto sofort zu besseren Farben verhilft. Also, ganz, ganz einfache Sache und ich zeige dir wie. Let's go! Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich ganz kurz auf meinen neuen Podcast hinweisen. Landscape Hunter heißt der Podcast, ist überall zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich verlinke die auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dort mal reinhörst und natürlich auch ein Abo dalässt. Es gibt schon die ersten zwei Folgen. Die dritte Folge wird diese Woche aufgenommen. Da habe ich auch einen richtig spannenden Gast für dich mit am Start, den du vielleicht auch schon kennst, wenn du länger meinen YouTube-Kanal verfolgst. Also ganz viel Spaß beim Reinhören und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch dort hören. Jetzt aber zu Lightroom, denn in Lightroom möchte ich dir mal eine Kleinigkeit zeigen. Ich bin hier in meinem Lightroom drin und ich habe mir jetzt einfach mal drei Bilder ausgesucht, mit denen ich dir das zeigen möchte, was ich eigentlich meine. Denn es gibt, wie gesagt, in Lightroom einen Regler, mit dem ich sofort meine Farben im Bild verbessern kann und damit das Bild, dem Bild einfach so ein bisschen mehr Glanz geben kann. Das sticht so ein bisschen mehr heraus alles. Also wir können ja erstmal anfangen, grundsätzlich hier so in die Grundeinstellung reinzugehen und so ein bisschen Tiefen aufhellen, Lichter so ein bisschen abdunkeln, ne, damit man hier einfach ja so ein bisschen das Ganze noch angleichen kann. Das reicht ja auch schon vollkommen aus. Ich mache die Grundeinstellungspalette wieder zu, denn ich komme jetzt direkt zu diesem Regler und den findet ihr hier unten in der Kalibrierung. Die Kalibrierung, da haben wir ja einmal die Primärwerte Rot, die Primärwerte Grün und die Primärwerte Blau. Hier oben kann man noch die Schatten tönen. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor. Also mir geht es hier um diese drei Bereiche. Und hier haben wir jeweils einmal die Möglichkeit, den Farbton zu ändern und einmal die Sättigung. Und tatsächlich geht es hier bei diesem Regler um Primärwerte Blau, Sättigung. Denn wenn ich jetzt hier mal die Sättigung anfasse und nach oben ziehe, dann siehst du sofort, wie alle Farben im Bild und witzigerweise wirklich alle Farben im Bild viel mehr herausstechen, etwas mehr gesättigt werden, aber auf eine schöne Art und Weise gesättigt werden, nicht so übersättigt werden. Also wenn ich das jetzt hier mal so nach oben ziehe, dann sieht das irgendwie immer noch gut aus. Ja, also ich würde es jetzt nicht auf plus 100 stellen, da ist es ein bisschen doll, aber ich kann das hier wirklich so auf plus 40 ungefähr stellen und habe dadurch einfach nochmal ein bisschen schönere Farben. Wenn ich jetzt einfach mal das Vorher-Nachher hier mache, ich mache es mal aus, so sieht es ohne aus und so sieht es mit aus, da hat der Himmel einfach eine schönere Farbe bekommen, wie ich finde. Und auch das Grün ist ein bisschen satter geworden. Das sieht irgendwie alles ein bisschen besser aus. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich mache jetzt hier mal die Kalibrierung nochmal aus und gehe mal in die Grundeinstellung rein. Und wenn ich jetzt hier einfach nur die Sättigung anhebe, dann siehst du, was hier passiert. Das sieht schon wesentlich unnatürlicher aus irgendwie. Selbst wenn ich das jetzt hier genau wie unten auch auf plus 40 stelle, finde ich, da sieht das Ganze von den Farben her nicht mehr so gut aus. Aber wenn ich das unten in den Primärwerten mache, in der Kalibrierung, da sieht das Ganze natürlich aus und da hat das Ganze irgendwie Stil. Schauen wir uns mal ein weiteres Bild an. Das ist auch ein Bild aus Italien, was ich erst vor kurzem gemacht habe. Hier haben wir einfach ja eine schöne Wolkenstruktur, die hier durch die Berge durchgezogen ist. Und ich habe an diesem Bild noch gar nichts gemacht, also keine Grundeinstellung und nichts. Aber wenn ich jetzt einfach nur hier in die Kalibrierung reingehe und unter Primärwerte Blau die Sättigung hochziehe, dann pass mal auf, was passiert. Zack. Ich habe es jetzt mal auf plus 100 gestellt, ist wieder ein bisschen doll. Aber grundsätzlich, einfach mal kurz vorher, nachher. Vorher, nachher. Nur dieser eine Regler hat im Endeffekt jetzt bewirkt, dass dieses Bild wesentlich besser aussieht, wesentlich mehr ja, hervorsticht, die Farben ein bisschen knalliger sind und so weiter. Und das macht schon echt eine Menge aus. Natürlich kann man jetzt sagen, hier die Blauwerte, gerade hier in den Bergen, das sieht alles ein bisschen sehr diesig aus. Das kann man ja auch noch schön korrigieren. Also da reicht es ja schon, wenn ich in die Grundeinstellung reingehe und hier vielleicht die Farbtemperatur ein bisschen nach oben ziehe noch, dass das Ganze so ein bisschen wärmer wird. Und natürlich könnte ich jetzt auch noch reingehen in die HSL-Tabelle und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier die Sättigung von dem Blau ein bisschen rausziehen, beziehungsweise möchte ich den Farbton vielleicht auch noch verändern und so weiter und so fort. Also da gibt es ja jetzt noch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch die Primärwerte Blau hier insgesamt noch so ein bisschen verschieben. Ne? Also ich kann hier auch mit der Farbigkeit noch so ein bisschen hin und her spielen. Das Grün hier vielleicht noch so ein bisschen verschieben. Aber grundsätzlich ist dieses Bild jetzt schon richtig gut. Also vorher, nachher. Ne? Also wirklich eigentlich nur dieser Regler, der hat schon eine ganze Menge bewirkt. Und schauen wir uns mal noch ein letztes Bild an.
auch aus Italien, von dem Antornosee. Und auch hier, ja, hier habe ich schon ein bisschen was gemacht. Also hier siehst du schon, dass ich in der Kalibrierung so ein bisschen die Farbwerte verändert habe. Aber wenn ich jetzt mal die Sättigung noch nach oben drehe von den Primärwerten Blau, auch hier wieder, die Farben werden einfach so ein bisschen knackiger. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich würde es, wie gesagt, nicht auf plus 100 stellen, vielleicht so auf plus 30, plus 40 ungefähr. Aber fast in jedem Bild kann man diesen Regler nach oben stellen und es ist einfach ein gutes Ergebnis. Und diesen Tipp wollte ich dir jetzt einfach nur mal mitgeben. Probier das einfach mal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du bei irgendeinem Bild sagst, es funktioniert doch nicht, einfach bleiben lassen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dieser Regler funktioniert fast bei jedem Foto und macht fast jedes Foto besser. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass du diesen Trick in Anführungsstrichen noch nicht kanntest. Und wenn dem so ist, kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, falls du noch irgendwelche Fragen hast, falls du Videovorschläge hast und so weiter und so fort. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten findest du mich auch auf Instagram. Und wenn du Lightroom mehr lernen möchtest, dann gibt es auf meinem Online-Shop dazu entsprechende Videotrainings, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Ist alles was dabei. Schau da auch auf jeden Fall mal vorbei. Also, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.